Die Mona Lisa wurde mit einer Torte beworfen und der Grund ist ziemlich schräg, denn der Täter wollte damit zum Umweltschutz aufrufen. Ich mache auf die Klimakrise aufmerksam. Ah, so wie Fridays for Future? Hä? Nee, ich schmeiß eine Torte auf die Mona Lisa. Ah, das macht Sinn. Es ist übrigens nicht der erste Angriff auf die Mona Lisa. 1956 wurde sie gleich zweimal attackiert, einmal mit Säure und einmal mit einem Stein. Seitdem ist sie hinter Panzerglas und 2009 hat eine Frau sie mit einer Tasse abgeworfen. Ich hasse Kamillentee. Naja, immerhin wird jetzt durch die Aktion endlich das Klima gerettet. Die Mona Lisa wurde mit einer Torte beschmissen. Was? Ich fahre nur noch Fahrrad. Der Mona Lisa ist übrigens nichts passiert. Ich frage mich nur, wie hat der Täter eigentlich ein Stück Torte durch den Security-Check im Louvre bekommen? Das ist eine Leistung.